Hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Heute MM1 gegen Mephisto Modula 2. Hier mache ich mal Level 2 und hier mache ich Level 3 gegeneinander. Und weil er das Schwächere ist, kriegt er Weiß. Ich habe heute mal, ich glaube, den kann ich nicht machen, ne? Ne. C4, C6, das ist interessant. C7, C6, damit haut er eben bestimmt aus dem Buch. Oder? Doch nicht. D4, D5. Ich warte erstmal die ganze Theorie ab. D5 schlägt. C6, D5, Enter, Springer C3, Springer C6, das sind ja logische Züge, Springer F3, Springer F6, Läufer F4, ja, so eine Art Londoner System. C8, F5, Enter. Interessant wird es ja erst, wenn sie sowieso erstmal selber anfangen zu spielen. E3, E6. E7, E6. Läufer B5. Wird nur, dass es Läufer B4 kommt. Springer F6, D7. F6, D7. Vielleicht geht das auch nicht mit dem Läufer B4, weil Weiß ja immer in dem Anzug ist. Also Weiß fängt ja an. A8, C8. Damit hat mal der MM5 gegen Roma gewonnen. Der MM5 hat dann hier Freibauern geschaffen im späteren Verlauf. Ich habe heute versucht, Explorer gegen Chessmaster spielen, oder Master Chess spielen zu lassen. Und das Problem war irgendwann... Das Blöde war, ich die eine Steckdose hatte ich in die Richtung, die andere Steckdose in diese Richtung, in die Leiste reingesteckt. Kann sein, dass es deswegen war. Auf jeden Fall ging der Explorer irgendwann mal aus und dann habe ich versucht, die Stellung einzugeben. Ich habe Position, also die Taste Position gedrückt und dann die Taste Weiß und dann die Taste König, den König aufgestellt und so weiter und dann hinter Schwarz, schwarzer König und so weiter aufgebaut. Und dann soll man Clear drücken, um in den normalen Modus zurückzukommen. Das hat er aber nicht gemacht. Da kam immer dieser Warnton. Interessanterweise war aber nicht so, dass der Master Chess irgendwie besser stand oder sowas. War eigentlich eine recht ausgeglichene Stellung. Doppelturm Dame und Bauernendspiel. Weiß stand eher noch aktiver. Da hat mich das ein bisschen geärgert, dass ich das nicht wieder aufbauen konnte. Ich hätte die Partie doch mal gerne zu Ende laufen lassen. So, vielleicht ist das, weil er MM1 ja Zeit aufgespart hat für die Züge, dass er deswegen etwas mehr Zeit hat für den Zug. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht eine halbe Tourneepartie. Aber die gleiche Öffnung hatte ich schon mal. Man könnte ja Läufer schlägt C6, Dame A7 machen. Aber es kommt dann, Bauer schlägt C6, Dame A7, Turm A8, dann Dame B7. Turm B8, Dame A6, Turm A8. Ah, Turm B8 geht da schon gar nicht mehr, meine Güte. B5 schlägt C6 nach langem Überlegen. Er überlegt aber nicht, weil er jetzt noch im Buch. C8, C6, Enter. Ich muss ihm ja mehr Zeit geben. Sonst wäre das ja unfair. Normalerweise müsste ich hier Permanent Brain sogar noch ausschalten. Weil es ist ja ein sehr stark selektiv rechnendes Programm. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher selektiv rechnet. Wo ja, kann man vielleicht nicht vergleichen. Also er selektiv ist, er rechnet nicht alles. Er selektiert quasi. Das ist wie man das auch macht. Man sucht sich Kandidatenzüge aus und mit den Zügen rechnet man dann.
Man rechnet ja nicht alles, wenn man die Partie spielt. Man fängt ja nicht an und rechnet H3, H6, H4, H5, Turm G1, Turm G8, Turm A1, Turm A8. Aber ist doch sinnlos und dann fange ich die nächste Variante an. Man macht ja schon gewisse Züge. Man fängt Dame A7 schlägt während Kandidatenzug oder wenn man keinen Bock auf den Bauern hat, Rochade zum Beispiel. Und sonst fallen mir gar nicht so viele Kandidatenzüge ein hier. Ich gehe mal davon aus, dass er den Bauern schlagen wird. Dame A1 schlägt. 0,55. Wie viel gibt es denn noch das HG 270? Das hätte ich auch ganz gerne. Das kann man in das Lehrmodul reinschieben. Das wäre auch interessant, wenn ich das hätte. Eine MM2 mit HG 240 ist das, glaube ich. Und hierfür ist es das HG 170. Ich glaube, das hat keine 140er Bezeichnung. D8C8, der ist immer noch im Buch. D8C8. Ja, das droht natürlich jetzt ganz einfach Turm schlägt C3. Meinetwegen, wenn Weiß H3 ziehen würde, käme, ich wollte gerade von da anfangen, droht. Turm A6. Ja, es droht schon da anfangen. Das droht Turm A6, die Dame einzufangen. Deswegen muss man schon irgendwie, ich glaube, Dame A5 ist schon erzwungen, weil auf Dame A4 kommt Turm schlägt C3, Bauer Dame C3, König E2, das, dann Läuferschach. Ne, ich glaube, das geht nicht. Das sieht sehr nicht gut aus. Da muss der König auf die Grundreihe, der fällt der Turm. Deswegen muss man schon Dame A4, jetzt geht's los. Eine Bewertung von 0,93. Dame A4, F8, E7. Das ist dieses Selektive, was jetzt kommt. Bin mal gespannt, ob er davon irgendwann mal runterkommt von seinem. Der ist aber schon bei 53 Sekunden. Das ist, wenn die Züge rausselektieren. Wenn die Züge, gewisse Züge, mit denen rechnen die gar nicht weiter. Das ist das immer wiederkehrende Beispiel von mir, vom Mann der Supermondial. Kann mit König G2 greift einen Turm an. Nämlich G3 greift einen Turm an, wenn er nach H3 zieht, König G2, dann wäre der Turm weg gewesen. Was macht er? Turm B6, der Turm H6 oder Turm G6, Turm B6, Turm B5 oder was auch immer das war, Turm G5 und dann tauscht er die Türme, gewinnt zwar einen Springer dadurch. Das Problem ist allerdings, dass hier auf der Seite schon ein Freibauer war, der einfach durchmarschiert ist. Dieser Turm gewinnt einfach die Partie entschieden. Das hat er rausselektiert, das hat er gar nicht mal gerechnet. Und er ist bald schon bei 2 Minuten hier und kommt einfach nicht in die Hufe hier. Also eine Tourneepartie wollte ich ihn auch nicht spielen lassen. Also das muss schon einen Unterschied geben zwischen Tourneepartie und dieser Stufe. Weil Tourneepartie ist 3 Minuten pro Zug. Da ist er jetzt auch schon bald dran. Oder ist das immer noch die aufgesparte Zeit? Wir warten und wir warten und wir warten. Deswegen mache ich das nicht so gerne, diese alten Brettgeräte normal gegeneinander spielen lassen. Das mache ich deswegen, weil die brauchen einfach zu lange, um auf adäquate Ergebnisse zu kommen. Jetzt kommt er endlich mal auf A7, A5. Der hätte die ganze Zeit Dame A4 gezogen, einfach Turm C3 schlägt. Und jetzt nach, keine Ahnung, 2 Minuten 34 Sekunden schon, kommt er mal auf Dame A5. Also wenn jetzt jeder Zug so lange dauert, dann ist das ein wenig lange. Will mich ja nicht beschweren, aber es ist zu lahmarschig. Das ist das Problem. It is too slow. Er wollte die ganze Zeit Dame A4 ziehen, Turm C3 schlägt und Ende, aber 2 Minuten 30. Wir wollen aber die Kirche im Dorf lassen. Ich stelle ihn gleich auf Level 2. Was ist jetzt das Problem? F8 E7, Thomas. F8 E7. Nicht G7. Also wenn er jetzt für den Zug auch wieder über 2 Minuten braucht, dann mache ich hier, wenn ich ehrlich bin, dann mache ich Level 2. Dann dauert es mir einfach zu lange. Wie lange der brauchte, um von Dame A4 wegzukommen. Ich glaube, den kannst du nur machen bei solchen Partien, wenn er getuned ist. Irgendwie, ich weiß ja nicht, wie weit das geht. Meinetwegen 8 MHz oder so. Er hat ja, glaube ich, 8 MHz.
EV20 oder sowas. E1G hat sie einfach schneller gefunden. Zumindest ist er drauf gekommen, dass hier da was im Argen lag. Rochade. E8, G8. Also lange über Dame A4 nachzudenken. So, nun ist er wieder dran, der MM1. C3, B5. Okay. Ja, und das war die Stellung, die der MM5 gewonnen hat. Gegen Roma. Der hat sich einfach hier, das wurde massiv getauscht und dann war irgendwann hier ein Freibauer. In einer Partie hat er, glaube ich, sogar zwei Freibauern gehabt, in einer Partie einen Freibauern. Deswegen ist der Roma degradiert worden zum Modular-Roma. Und den MM4, MM5, die habe ich zu den Exklusiven gemacht. Ja, weil ich die Öffnungsmodule hatte. Quasi stellvertretend, quasi für, warte mal, F5, E4. Stellvertretend quasi für die Traumgeräte von damals wohl, weil das wäre so mein Traum gewesen, weil ich den Modular 4 hatte. Ein Exklusiv 4 zum Beispiel oder Exklusiv 5. F3, E5. Ja gut, das war dann wahrscheinlich der Stellung verschuldet, dass er da länger gebraucht hat. Diesen Dame A5. D7, E5. Dass der MM1 könnte Chancen haben, wenn er es schafft, die Partie aus taktischen Fahrwassern rauszuhalten. Läufer D8, E7, D8. Was ich und ich mache ja einen Unterschied zwischen den Geräten, die ich habe in meiner Sammlung zwischen den Schachcomputern und den A5, B4 und den Wiederkehrern, den Heimkehrern, so könnte man fast schon sagen. Das heißt, die Schachcomputer, die ich mal hatte. D8, B6, D8, B6. Woran ich aber kein Interesse hätte, wäre das alte MM1-Brett. Ich hatte ja das Ur-MM1-Brett hatte ich ja damals mit MM1. Das war, glaube ich, dieses Blechgehäuse, wo auch die Figuren anders waren. Die waren kleiner, die Figuren. Die passten hier tatsächlich rein in das Lehrmodul. Da war eine Metallschiene drin und da konnte man die Figuren dran heften, dann passten die optimal in das Figurenfach rein. Und die sind ja zu groß dafür, die passen nicht mehr rein. Und deswegen hat man sich wohl auch diese Metallschiene, die hat man sich dann gespart. Weil ansonsten E4, D3, E4, D3. Ansonsten, ich habe ja hier 4 oder 5 Lehrmodule habe ich. Das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn bei allen Lehrmodulen diese Metallschiene fehlen würde. Es ist einfach nur ein Platzhalter, das alles. Was ich aber nicht machen würde, ist das Lehrmodul weglassen. Dann würde mich die Lücke zu zerstören. F1, D1. D3, F5. Und Wiederkehrer sind natürlich MM4, MM5 sind die Wiederkehrer, die ich damals auch hatte. Das heißt, damals hatte ich aber den MM4. Und dann per EEPROM-Aufrüstung, ich glaube, das war 99 Mark oder was das gekostet hat, per EEPROM auf den MM5 aufgerüstet. Also ich hatte nur erst den MM4 und dann den MM5. Beide zugleich hatte ich aber nicht. Dann den Mobil hatte ich, den MM1 hatte ich, also sind das auch die Rückkehrer. Was ich noch hatte, war Rebell, Polga, also das Polga-Modul, das mit dem Display-Modul natürlich, diesem Punktmatrix-Display-Modul. Den Mephisto Rebell hatte ich, den B+P, den Monte Carlo hatte ich, Monaco hatte ich, oder Monte Carlo, so ein kleiner Steckschachcomputer war das, D5, E4,
Der Springer kann ja sowieso nicht ziehen. Außerdem, was ich an der Variante sehr gefährlich finde, ist, dass er quasi die Diagonale öffnet. Also B6, G1, F5, E4, F5, E4. Hat er den Bauern eingestellt? Der kann ihn ja gar nicht nehmen, den Läufer. Springer E4 schlägt, Turm C1 schlägt. Das geht ja gar nicht. Ist schon was eingepatzt? Läufer D6. Okay, schätze ich den ein. 1,59 plus. Also bin ich aber gespannt. Jetzt will ich aber einen Knaller sehen. Jetzt hau mal einen raus. Sonst wüsste ich gar nicht auf Anhieb, was ich noch so ganz so viele. Ja gut, den Renaissance werde ich nie wieder kriegen. Den habe ich ja getauscht gegen den Roma. Den Renaissance Maestro und Analyst. Ich hatte die aber nicht so gut in Erinnerung. Das Brett war mir zu klobig. Figuren hatte ich ja, die München-Figuren. Die habe ich aber behalten, die München-Figuren. Und die spielt mir zu schwach. Dass er selbst, wenn man den Analyst im Emulator auf 18 MHz laufen lässt, selbst dann spielt er nicht die Kracherpartien. Das war die Zeit, als die Besitzer der Seitig-Schachcomputer noch auf bessere Module gewartet haben. Das Flehen, muss man, wenn man es so sagen kann, wurde ja erhört, indem das Bruce-Voss-Modul und das Spark-Modul rauskam. Das hat sich aber auch sehr verzögert, meine ich, wenn ich mich da richtig erinnere, dieses Spark-Modul. Ich könnte mir vorstellen, dass das deswegen war, weil die es nicht geschafft haben, das Problem zu lösen, das mit dem Leonardo und Galileo kompatibel zu machen. Man kann sie reinschieben, man hat aber kein Display. Das ist das Problem. Man hat nicht alle Funktionen, das ist das Problem. Man hat es nicht geschafft, eine Lüftung anzubringen, weil das wohl sehr kompakt ist innen, das Gerät. Man konnte also nur vorne am Modul den Lüfter anbringen und gleichzeitig ein Display anzubringen. Vielleicht hätte man machen müssen, vorne an der Ecke des Moduls quasi nur einen Anschluss, dass man so ein flaches Display dabei hat und dass man das quasi daneben legt und dann mit so einem kleinen Kabel verbindet. Also quasi extern so ein Display-Modul. F5 G3. Da war wohl doch nichts mit plus 1,59 oder minus 0,30. Er hat gesehen, hat Bockmist gespielt. F8 D8. Würde mich mal interessieren, welche Fantasy-Varianten das gewesen sein sollen, die das gibt. Das hat jetzt total alles verloren. Der Springer kann ich auf E4 nehmen. Das ist das Problem bei der Sache. Ich glaube, ihn muss man wirklich schon getuned machen. Ich weiß ja nicht, was da so geht. Aber hier gegen den MM2 hat er keine Chance. Ich habe endlich das Problem in den Griff bekommen, dass da immer so Lücken zwischen waren. Ich muss einfach das Brett auch gleichzeitig näher ranschieben an die Module. Dann schließen sich die Lücken. Das sind ja alles lösbare Probleme. Und mit der Zeit ist das jetzt, ich fahre mit dem Rad wieder zur Arbeit, das kommt mir immer leichter vor, hinzufahren. Ich fahre eine halbe Stunde, ich fahre von der Arbeit zurück, bin kein bisschen K.O. oder irgendwas, wenn ich zu Hause ankomme. Also das ist ja eine relativ ebene Strecke, aber am Anfang, als ich angefangen habe, das war auf dem Rückweg, ging es ein Stück so bergauf und da hatte ich so wirklich Probleme mit, da habe ich jetzt weniger Probleme. Aber das Gute ist, dafür geht es danach auch wieder bergab. Das ist also nicht, um es mal grob zu formulieren, ich würde immer nur bergauf fahren, obwohl dann würde man auf der Rückfahrt bergab fahren. G3, H4. Ich greife deinen Turm an. Was hast du nun davon? Ja, Favorit ist natürlich sowieso ganz klar der MM2. D8, D5. Aber das war eben, was mich damit verbindet, hier mit dem MM1. Ist eben, es war der erste Schachcomputer, den ich je hatte. Halt dieses Blech, ich nenne es mal Blechmodulargerät, die haben das ja nicht umsonst ausgetauscht gegen den hier. Der hatte auch diesen schlechtesten Spannungswandler. C3, D5. Hab ich jetzt Qualität gewonnen? Fragezeichen. Jetzt tut der Springer E7 Schach.
E4D5. E4D5. C1A1. Okay, wenn einem da kein besserer Zug einfällt, dann ist das halt so. Info A1. 1,31 plus. Boah, ich frage mich, warum er die Qualität gegeben hat. Und so ganz kann ich diesen Plus auch nicht glauben. B6. B6A7 Enteros. Die Läuferdiagonalen gefallen mir. Ich würde jetzt an weißer Stelle Läufer F2 machen, um die Festung des Bauern zu unterbinden. Dann droht auch kein E5. Was will er denn machen? D1, F1. Ja, so ist das halt bei uns Schachcomputerfreunden, nenne ich es mal. Das ist ja viel diese Erinnerung. Man hat es ja miterlebt. Diese Zeit damals mit den Schachcomputern, mit den Dortmunder Schachtagen, wo die Schachcomputer da mitgespielt haben. Wo in Kaufhäusern quasi ja, die Schachcomputer da standen, dass man da Probe spielen konnte gegen quasi, was heute die Anspielstationen sind, C6A6, C6A6. Was heutzutage die Anspielstationen von diesen Spielekonsolen sind, das waren damals die Schachcomputer. Dann standen halt eine Handvoll Geräte, stand dann da, gegen die konnte man Probe spielen. Und hat diese Erinnerung, als man dann nach Karstadt damals gegangen ist, dann hat man sich diesen Exklusiv, oder bei mir war das so, ich habe mir diesen Exklusiv-Schachcomputer geholt. Das ist ja der Modularkarton, den ich hier stehen habe, von diesem Modular im Sammlerzustand. Der ist ja noch kleiner gegen. Da hast du so einen riesen Karton gehabt. Das hat schon was hergemacht. Da war zwar nur eine Styroporkiste in der Papphülle. A3, G3. Aber so vom Prinzip her war das doch wirklich was ganz, ganz Feines, dann diesen Computer zu haben. Das ist übrigens hier, was hier passieren könnte gleich, ist hier A6, A2. A6, A2, Enteros. Läufe F6, G6, aber ja, er lässt sich auch nicht so primitiv matt sitzen. Und dann Dame nach H6 und dann hätte er immer noch Dame F8. Was mich nur wundert ist, warum... Ich mach mal D5, A2. D5, A2. Ist irgendwas anderes drin? Ein Schachgebot oder sowas? Ich sehe da nichts. Dame Z2 oder irgendwas. Macht er auch. D5, A2. So... Das war natürlich, das war richtig so ein Glücksmoment, möchte ich es mal nennen. Das hängt ja, ist ja individuell verschieden. Das hängt ja nicht vom Wert einer Sache ab, sondern was die einem bedeutet. Oder wie sehr man das haben wollte. Das ist ja der springende Punkt. Das kann eine Armbanduhr sein, das kann G3, A3. Das kann ein Schachcomputer sein, das kann eine Spielekonsole sein oder eine Lederjacke sein. Das ist ja individuell alles verschieden. C8, C2. So, Turm F1, Läufer D4 schlägt Schach, König H1. Bei mir war es halt dieser Exklusivschachcomputer, den ich so lange haben wollte. Ich habe mir damals diesen Modular 1 geholt für 500 Mark. Den habe ich dann abgezahlt quasi. Das hätte mir denn immer quittiert, das wollte ja meine Mutter so. A2D5. Bis ich das dann abbezahlt hatte. Ja, das war für mich damals auch schon eine Riesensumme. Und dann gehabt hätte man dann doch lieber den Exklusiv. Und dann habe ich mir das MM4-Modul geholt. Das habe ich dann per EEPROM aufrüsten lassen. Da habe ich mir den Exklusiv Polra geholt. Zwischendurch noch den Rebell und den B plus P, H4F2. Ja, der Läufer kann schlecht weg wegen Dame A8. Na gut, dann würde Dame C7 noch gehen. Dame G6 droht erstmal matt. C2, G6, Enter. Ja, du, ist das nicht Dame Schach? Dame Schach ist es ja gar nicht. So, mal gucken. Dame, genau. A3, F8. Ja, das ist ein fantastischer Zug. A3, H3. G3 würde auch gehen. H3, H3. F7, F6. Er macht sich den Königsflügel locker. F7, F6. F7, F6. Das wird eine spannendere Partie, als ich gedacht hatte. Aber ich muss ihn schon Level 3 spielen lassen. Sonst, man hat es ja gesehen, er hat sehr lange auf Dame A4 rumgekaut. Und auf einer niedrigen Stufe hätte er vielleicht sogar Dame A4 gezogen.
Und er rechnet ja jetzt immer noch. Er hat ja zu dem anderen Permanent Brain. Dass er MM2 quasi auch dann rechnet, wenn er im Zug ist. Den Renaissance hatte ich durch einen aus dem Verein bekommen. Ich habe das aber nicht so episch in Erinnerung, diesen Renaissance, wie diesen Exklusiv 5. War das, was will ich das, oder den Exklusiv Polga, weil das wirklich was war, was ich unbedingt haben wollte. Und dieser Renaissance, das war dann auch ein Computer, den ich hatte. Und dieser G6, G5. Dieser, dieser Modular, da wusste ich einfach zu schnell, dieser MM1, dass der zu schwach ist. Damals war ich ja im Verein drin und da war man noch jünger und spielstärker. G8F7. Da wollte man schon etwas mehr Dampf unter der Haube haben von dem Computer. Eigentlich war der MM4 schon, ja, ich will nicht sagen, zu schwach. F2E3. Das Problem war aber auch so ein bisschen, dadurch, dass man ja, wenn man im Verein spielt, sagen wir mal, Moment, G5, G6, C8, C7. Ja, wenn man so im Verein spielt, man wechselt ja nicht seine Eröffnung wie die Unterhosen quasi so. Man hat schon seine festen Eröffnungssysteme. F7, F8. Jetzt könnte der Modular 1 sogar Remis machen. Wenn er jetzt Dauerschach geben würde, würde der MM2 da gar nichts dagegen haben. Weil er die Qualität weniger hat. Quasi, das ist ja manchmal, wenn Underdogs gegen Favoriten spielen oder als Schwächere gegen stärkere Spieler, dass sie die Chance einer besseren Stellung dann schon mal nutzen, um Remis zu machen. Vielleicht ist das auch jeder Fall. Ja, und der MM1, der war sehr schnell zu spielschwach. Und der Renaissance, dadurch, dass ich die viel genutzt habe, um Blitzschach zu üben. Das war eine nette Geschichte. C7, C1, da will gar kein Remis. Das war eine nette Sache. Nice to have, aber... G6, D3... Aber so ein Must-Have war für mich der Renaissance nicht, muss ich ehrlich sagen. Dame G3 könnte man machen mit Dame... Na, da droht da gar nichts. Dame D6 Schach würde drohen. Dame G3, Läufer D4, Dame B8 Schach, König 7. Reihe. Was soll man da machen? Dame C7 Schach, aber man kommt nicht an D4 ran. C1, C8. From Mephisto with check. F8, F7. F8, F7. Mir wäre es lieb, wenn der MM1 von dem Trichter runterkäme, auf Gewinn zu spielen. Was der Renaissance, der Maestro oder so im Blitzen sehr oft übersehen hat, das waren diese Freibauern. Man hatte dann plötzlich einen Freibauern, der durchgelaufen ist, und das hat er dann anscheinend gar nicht bedacht. F7, F8. Ich wüsste auch keine Möglichkeit für Weiß jetzt dramatisch auf Gewinn zu spielen. Ich würde es wohl auch Remis machen. Das Läuferpaar ist einfach genug Kompensation. Hoffe ich mal. Ich wurde der Wunschvater des Gedanken jetzt gerade. Ja, und dann hat man im Blitz hat man einfach einen Freibauern gehabt und der Freibauer ist durchgelaufen. Das hat er irgendwie wohl unterschätzt. Und dieses Endspiel Rom, das waren ja nur zwei Bauern. Die waren aber nur blockierte Bauern. Die mussten sich also gegenüberstehen. Egal wo. Das war das Endspiel Rom. Also natürlich auch mit den Bauern. Das hat er dann auch per Endspiel Rom gespielt. Also König Bauer. König hat er natürlich auch gekonnt dann. Aber was nicht ging, war ein Bauer auf H5 und ein Bauer auf B6. Das zum Beispiel. Die mussten direkt gegenüberstehen. C7, C3. Ich mache kein Remis. Auf die Knie. Dame B1 Schach. D3 B1 Schach. Ich habe aber nicht die Originalfiguren genommen. Mir haben die Originalfiguren vom Renaissance nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und als ich den dann aufgemacht habe, später gucken,
mit dem Redkontaktfehler. Dann habe ich gesehen, was für ein Kleister das da drin war. Habe ich erst recht keinen Bock mal auf die Seite gehabt. Ich mal ehrlich bin. Wo ich dann gesehen habe, dass man B1, D3. Wo ich dann gesehen habe, quasi, das ist, als wenn du einen PC kaufen würdest und würdest den PC aufmachen und dann wären die Komponenten mit Heißkleber festgemacht. So einen Eindruck hat das für mich gemacht. Das ist so ein Billig-Eindruck. Statt das irgendwie zumindest auf eine dünne Platte drauf zu machen, die ganze Show. Und dann quasi kann man diese ganze Platte rausheben und dann kommt man an die Redkontakte ran. Da haben die das fest mit Heißkleber festgemacht, was total weird ist für mich. Das mag ja sein, dass das andere auch gemacht haben, aber ist trotzdem scheiße. Was willst du machen? Ich frag mich ja so am Rande so erwähnt, wegen Mephisto hier, wie viele Schulden Mephisto schon hatte oder Hegner und Glaser schon hatte, bevor die Fidelity gekauft haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Firma vor dem Kauf von Fidelity auch schon Schulden hatte. Das könnte ich mir locker vorstellen, dass man, die hatten noch nicht, die haben Mephisto, die haben Fidelity doch nicht für 27 Millionen gekauft. Wenn die meinetwegen für Fidelity 20 Millionen gezahlt haben und hatten schon 7 Millionen Schulden, dass die G8, H5, G6, den führe ich einfach mal aus, den Bauern wieder nehmen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, der MM1, wie ich dachte. Dass sie quasi schon Schulden hatten, hinter verschlossenen Türen, von denen keiner wusste, und dass sie quasi Fidelity gekauft haben als Notnagel, als letzte Rettung, dass sie gedacht haben, der amerikanische Markt, der würde das jetzt machen. Da müssen die keine Importzölle mehr zahlen, also für die Mephistos in Amerika, dass das quasi die Rettung wäre. Und dann brach der Markt doch wohl zu sehr zusammen. Es gibt so viele Marken, die eingegangen sind. Mephisto ist nicht die einzige Marke, obwohl, ja, heutzutage gibt es ja wieder Schachcomputer. G1, F2. Das ist ja auch im Videospielbereich Sega, die es nicht geschafft haben, die da nur noch Software herstellen. G8, F8. Das ist so ungefähr so ein bisschen, als hätte Mephisto aufgehört, Hardware herzustellen und würde quasi PC-Programme machen. Oder vergleichbar wäre es wohl eher, als wenn Mephisto dann Programme gemacht hätte für Zytec, Schachprogramme. Weil Sega macht ja noch Programme. Also Spiele programmieren die noch, aber eben nicht mal für eigene Hardware. Das ist so der Unterschied. Philips hat ja auch versucht auf dem Videospielemarkt, hat es auch nicht geschafft. Ja gut, die sind nicht pleite gegangen. Bei Mephisto war eben der Nachteil, die hatten das Hauptstandbein, also von dem ich weiß, waren diese Schachcomputer. Und als dieser Schachcomputermarkt zusammengebrochen ist, gab es da nichts mehr. Das war nicht Microsoft. Die neben dem Videospielemarkt, der nicht unwichtig ist, aber immer noch Windows haben. Da war nichts, was... Mephisto hat ja nichts anderes gemacht, außer Schachcomputer. Und das war das Problem, wenn man kein zweites Standbein hat. Wenn eins dann schwächelt, dann bricht man zusammen. Das ist quasi, als wenn du nur ein Bein hast und wenn das eine Bein weg ist, dann kannst du nicht mal laufen. Und wenn du zwei hast und das ein Bein weg, dann kannst du nur hüpfen. So nach dem Motto. Das ist krass ausgedrückt, aber könnte so ungefähr hinkommen. Und Zytec, ja, die sind ja auch, Novak ist auch einfach sang- und klanglos verschwunden. C7, D7. Ein guter Zug, wenn man den gut nennen würde. Ist natürlich nicht ein mehr, man weiß halt die Qualität mehr. D7, C6. D5, C6. Meine, ich bin so gut. D5, C6.
Kann ja mal passieren, meine Güte. So. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vorher schon miese waren, dass man da was retten wollte. Und dann war natürlich das Problem, war ja dann zu der Zeit, dass Mephisto quasi, um die Lager zu leeren, die Preise reduziert hat. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du das gleiche Produkt herstellst und die Konkurrenzfirma. Kann das sein, dass der Turm weg ist, dass die Quali jetzt weg ist? Der Läufer nach B8. Läufer D5. Anknoteur. C6, D5. Was wäre denn jetzt nach Läufer B8 gekommen? Ja gut, das Turmschach, stimmt ja. Sie können gewiss sein, der Lippo hat keinen Alkohol getrunken. Er ist nicht Knülle hier, es ist früh am Morgen. Ich fahre erst nachmittags zur Arbeit, so um halb vier werde ich, halb vier werde ich wohl fahren. Dann fahre ich zuerst zu dem einen Ansatzort, da bin ich um 16 Uhr kurz nach. Und um 18 Uhr fahre ich dann zu dem anderen Einsatzort. Das war vorher umgekehrt, aber dieser Einsatzort, den ich heute zuerst nehme, das wird abends so dunkel. Und dann ist das so in so einem Industriegebiet. Das mag ich nicht, denn wenn es so dunkel ist. Dann fahre ich lieber zu dem anderen dann danach hin und dann, das ist mehr so in der Stadtmitte. Dann kann ich besser mit dem Rad zurückfahren. Und gestern habe ich dann doch ich habe mit so Magnete das Rücklicht festgemacht. Das ist so ein abnehmbares zum Aufladen. Ich habe das dann doch verloren gestern. Jetzt mache ich, ziehe mir dann die Warnweste heute Abend an. Vorne habe ich ja Licht. Und dann zur Not mache ich mit so einer Schlaufe die als Notlösung die Taschenlampe an der Hose fest und lasse sie dann so runterbaumeln. Dass die Taschenlampe quasi das notdürftige Rücklicht ist. Dass die Autofahrer mich auch gut sehen können. H3. Na gut, er hat die Qualität mehr, aber was kann man daraus machen? Läufer B6. A7, B6. Ich sehe schon, kommt für dieses Video, braucht ihr eine Menge Geduld. Das wird wohl etwas länger dauern. Das Einzige, was ich eigentlich noch habe von damals, sind die München-Figuren. Ich weiß immer noch nicht, so ein München-Brett als Kanalspende. Aber ob ich es mir kaufen würde, weiß ich nicht. Das Exklusivbrett war einfach zu verlockend. 166 Euro inklusive Porto und Versand. Im optimalen Zustand, war meistens Zeit im Koffer. Mit diesen hellen Figuren, die haben mir schon sehr gut gefallen. Und ehrlich sagen, König E7. F8, E7. Ich meine, Erfolg, MM1, da wäre schon das Remis ein Erfolg. Das ist ja quasi dann Mephisto 3, eine leicht verbesserte Version von Mephisto 3. Das Problem ist, weshalb ich das mit dem Fahrrad momentan mache, ich habe das vorher mit dem Bus gemacht, da war ich woanders, ist, dass ich flexibler bin. Die stellen sich das vor, ich mache erst Einsatzziel 1, das näher an der Stadt ist, dann gehe ich zu Fuß, gehe ich dann zu Ansatzort 2, was angeblich nur 15 Minuten dauert. Und das Blöde ist dann, wenn ich dann da Feierabend habe, muss ich wieder das ganze Stück zurück, um dann mit dem Bus fahren zu können. Und das ist doch zu blöd. Und dann fährt der Bus nur jede Stunde. Deswegen habe ich so gemacht, dann bin ich unabhängiger. Das ist eh nur bis nächste Woche Dienstag. Und dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. E6, E5. Dann hat sich das halt erledigt. Mein süßes Vögelchen hier. Das Styroporvögelchen. Wenn es losflattert und loszwitschert, dann weiß ich, jetzt ist es los, mich in der Psychiatrie einzuweisen. D4, E5. Oh, what the heck? Was ist denn hier nur los? Der Lippo muss sich bücken. Der Ärger, der ist groß. Es tut ihn nicht verzücken. So, der Bauer ist wieder am Start hier. Ich bin wieder hier in meinem Revierdepot. Das ist das Sammlerzustandgerät hier. Läufer schlägt E3. Lippo war abgelenkt. B6, E3.
Und natürlich, der Mephisto ist aber nicht abgelenkt hier. Läufer G2, da muss er das drücken. F6, E5. Das wäre der Hammer, wenn er gewinnen würde hier. So. Da sieht man, am Mobil sieht man aber auch, auf wie viel man das runterdampfen kann. Ich frage mich, ob im Mobil ein Spannungswandler drin ist. Weiß ich jetzt so gar nicht. Was witzig wäre, wenn jetzt manchmal theoretisch keiner drin wäre. Wäre ja, wenn das alles schaffen würde, so ein Dallas-Modul so runterzudampfen, dass das auch hier reingehen würde. E5, E4. So allmählich steigen die Chancen von dem MM1. Man könnte jetzt das Turmschach geben, da müsste an den F6 oder F8, man müsste an dem Bauern, müsste ja dranbleiben. Dann G5, um die Bauern auf schwarz zu haben, blockiert auch diesen Doppel-G-Bauern. Also ich würde sagen, das ist hier durchaus gewonnen für Weiß. 1,58 plus, 1,61 plus. F3, D4. Vielleicht sollte man mit Weiß ein bisschen Muße haben, um G5 zu machen. Das hat den Sinn, die Bauern stehen auf schwarz, der weiße Läufer kann dir nichts mehr anhaben. Die blockieren dann auch diesen G-Bauern. C8, C7 Schach möchte er machen. Weiß ja nicht, inwieweit man das Display sieht auf diesem Video. Was ich ja auch ganz weird finde, das können wohl manche andere auch nicht so nachvollziehen, das gibt ja einen Mirage-Mobil. Der hat kein Display, das ist quasi eine schwarze Blende drüber. Ich weiß nicht, inwieweit diese Berechtigung sein soll. Dieser Mirage, das ist für mich eh, ja. Das Modul selber ist ja nicht schlecht, wenn man es in den Modular einsetzt, ist es ja okay. Da könnte man von der anderen Seite mit Schwarz zumindest die LEDs sehen, wie die blinken. Aber auch lieber, dieser Mirage-Mobil ist genauso weird wie das Mirage-Brett. Du kannst ja wirklich nur diesen Mirage damit betreiben und nichts anderes. Also die ganze Kompatibilität, die fällt ja weg. E7, F8. E7, F8. Ja, das tut bestimmt auch nichts gerade zur Sicherheit der Stellung bei, wenn er sich zum König da so postiert, dass er von der 8. Reihe nicht mal wegkommt. Weiß muss ja nur G5 machen. Ich weiß gar nicht, ob das Endspiel schon gewonnen wäre, nach Läufer C6, Turm C6, Bauer C6, Dame, König E4 schlägt. D5, C6. Ich könnte mir vorstellen, dass ein PC-Programm schon reinschlagen würde auf C6 und dann auf Endspiel-Datenbank spielt. Das wären dann 2, 4, 6, 4 Schwarze, 7, 8, 9, ja, wären 9 Steiner. Na gut, die haben ihre Hashtables. Ich glaube, die würden das vielleicht sogar machen. G4, G5, das ist das, was ich gerade meinte, um die Bauern festzulegen. Die stehen auf schwarz. B2, B4, ich korrigiere mich. König G8, F8, G8, Enter. Info, minus 2,44. Er sieht sein Ende schon kommen hier. Das ist überraschend, dass er gewinnt. D4, E3, das ist natürlich ein fantastischer Zug, der seinesgleichen sucht. Wahrscheinlich will er nach F4, G5, ich weiß es auch nicht. Man hätte auch B5 machen können. Aber den macht man auch nicht gerne. Oder König C5. Dann wenn E3 kommt, Turm E7. G8, F8, Enter. C7, C8, also jetzt holpert er sich ganz schön ein zusammen hier, muss ich ehrlich sagen. Das ist aber Holperschach vom Allergemeinsten hier. Vielleicht wäre sogar schon König C5 gegangen. Wenn er E3 macht, Turm E7, dann ist der Bauer weg. Ah, da wollte er wohl hin. Er will wohl auf G5, dann auf G6 nehmen. Nach König G8 würden ja der Nematz drohen. Dann würde man den Bauern wieder gewinnen. Also hier nach jetzt König G5. F8, F8, G8. Das Problem ist ja einfach nach E3... F4 geht, aber was spielt er für einen Müll? Man macht doch gleich Remis.
Das ergibt alles keinen Sinn, was er spielt. Was berechnet er eigentlich für Varianten? Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Jetzt beginnt das Not gegen Elend, Schachi, oder was? König G5 zum Beispiel. Jetzt geht das Elend erst los. F2, E3. Also das ist, was er momentan spielt, der MM1, ist eigentlich Not gegen Elend. Das gibt's ja gar nicht. Ihm fehlen die Pläne. D5, C6. Also ich sehe einfach König D4, meinetwegen König G8, König C5. Wenn E3 kommt, Turm E7. Dann ist der Bauer einfach weg auf E3. Oder man schiebt zwischendurch G5 ein. Also das sind so Endspiele, die können die wohl einfach nicht. Vielleicht sind hier einfach tiefere. Es geht ja nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Das ist das Problem. König D4, König G8, König D2, das ist hier irgendwie. Sehe ich mir das Ganze auch nicht mehr lange an. Wenn er so einen Stuss zieht, weil er diesen Bauer nicht einschätzen kann, dann mache ich es gleich Remis. Wenn ich mal ehrlich bin. Das kann sich keiner angucken. Turm C8 Schach. Rechnet er gerade. Den Bauer nach G5, den König nach D4, vielleicht nach C5. Dann B5 ziehen. Wenn E3 kommt, kommt Turm E7. Dann ist der Bauer einfach weg. Der ist gar nicht mehr deckbar. Das sieht er alles gar nicht. Der poliert das Brett. König E3, D4, E3, F4, G3, F2, E3, D2, C3. Das ergibt alles keinen Sinn. B5. Das ergibt jetzt durchaus Sinn. Er nimmt ihm jetzt das Feld für den Läufer. G6, G5. Ja, und jetzt Bauern vorziehen würde mir jetzt gar nicht gefallen, weil man dann genau das macht, was der MM2 will. Man stellt die Bauern auf Weiß. Deswegen würde ich dann doch schon sagen, sollte man hier wegschlagen. H4, G5, genau. Das war das, was ich mit G5 hätte verhindern wollen. Dass genau das passiert. B7, B6. B7, B6. Aber die spielen es beide nicht gut. Also normalerweise gefühlt sollte es doch gewonnen sein für Weiß. Das König E3 meinetwegen, den muss er eh wieder zurückziehen. Dann. Oder Turmschach, Turm B8, dann wäre der Bauer einfach weg. Das geht ja auch. Turm C8 Schach, König E7, Turm B8 und dann Turm B6 schlägt. Das sieht er alles gar nicht. Ein Elend es ist, wie Yoda sagen würde. Zumindest macht er die Elendszüge etwas schneller. Na gut, es ist der MM1. Es ist quasi der Mephisto 3 als Modul. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich sehr schnell auf den Plan kam, dass das Modul zu schwach ist. Und dann kam MM4. Das habe ich mir dann geholt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo ich genau welche Sache her hatte. Ich weiß nicht mal, wo ich mir den Rebell gekauft habe zum Beispiel. Und jetzt kommt er mal allmählich auf die Idee, dass das wohl gehen könnte. F8, G7. Das könnte eigentlich so gewonnen sein, dass selbst der MM1 das gewinnt. Turm B8 gewinnt einfach den Bauern. Der Bauer ist ein Freibauer, Ende. Mir, dass ich mich so umsehe, ich bin aber zu faul, die jetzt umzuräumen. Das ist ja quasi ein Lagerraum. Links neben mir stehen meine ganzen DVDs. Die Blu-rays sind ja in der Küche in dem Regal. Da schräg gegenüber, also schräg links vor mir, sind die Staffelboxen und die ganzen Konsolenspiele. Die lustigen Taschenbücher sehe ich da. Rechts vor mir sind auch Konsolenspiele. Hier Super Nintendo und Master System und sowas und Xbox 360 und Bücher und Zeitungen und so weiter. C8, B8. Er hat es doch mal gesehen. Der Bauer ist flöten. Nach vielem Not gegen Elendschach. D5. D5. E6. E6. Ja, jetzt kann er sich einfach den E-Bauern schlagen. König E4 schlägt. Der B-Bauer läuft ihm nicht weg. Dann macht er zwei Turm Läufer G4. Dann könnte er sogar noch König E5 ziehen.
Der Bauer ist sowieso weg. Genau, E3, E4, so langsam, 3,53 plus. So langsam wird es immer besser hier. Der MM1 gewinnt gegen MM2. Zwar mit einem höheren Level, ich weiß nicht, er müsste doch eigentlich, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Er müsste doch eigentlich Permanent Brain haben. B8, B7, natürlich gibt man erstmal einen Schach. Schach gesehen, Schach gegeben. Ich hoffe mal, er will, dass der König auf der Grund-3 festklebt. Mein, was ein holpriges Endspiel. Das ist ja, der Mephisto 3 ist ja auch nicht das gleiche wie der Weltmeister wurde. Der ist ja nicht nur, dass er einen anderen Prozessor hatte. Wie hieß er denn nochmal? Dieser Weltmeister Nietzsche Henne. Dieser Anführungszeichen Weltmeister, die wollten sich alle den Titel da teilen. Läufer G4 schlägt. E6, G4, E6, G4. B7, B6, genau, jetzt haut er sich den nächsten Bauern rein. Läufer F5, G4, G4, F5. Das ist natürlich jetzt total pleite. Aber ich muss es mir noch ansehen, weil es ist der MM1. Auch scheiße der Zug. Egal. König G7. G8, G7. Ich finde den nicht gut, sich auf die Diagonale zu stellen. Weil wenn irgendwann doch ein Bauern auf B7 auftaucht, manchmal verloren das trotzdem. Aber wenn dann ein Diagonalschach kommt, dann ist auf B7 die Figur weg. Deswegen hätte ich doch lieber E5 genommen, aber ich vermute mal, die gewinnt alles. B6, B7 Schach, er zieht den wieder auf die Grundreihe. Warte, stand da noch was? Noch mehr? 9,77 plus. Fantastico. Das gefällt mir. Mephisto 3 Glasgow, irgendwie sowas? Ich weiß das gar nicht. Der hatte auf jeden Fall 16 Bit und 12 Megahertz. Das war, der hat dann mehr Programm, 64 Kilobyte Programmgröße. Das kann man nicht vergleichen. Also das ist mit dem WM-Gerät gar nicht so vergleichbar. Aber die haben ja damals den... Ich finde, dass das Gütesiegel von, was hier steht, dieses DSB, finde ich, ist mehr wert als alle WM-Titel. So gefühlt. Das ist, sagen wir doch ehrlich, auf dem Schachcomputer für, so Moment, Sekunde, F5, H3, jetzt kommt bestimmt das Turmschach, auf dem Schachcomputer für 99 Mark den Button Weltmeister drauf zu potten, ja gut, die Marke Mephisto war ja Weltmeister, aber diesen Weltmeistertitel drauf zu kleben von einem Gerät, was 15.000 Mark gekostet hat, das ist natürlich etwas weird. Das ist so, als gefühlt ist das so, als wenn man die PlayStation 1 nochmal rausbringen würde und würde einen Button drauf machen, was für eine geile Grafik PlayStation wäre. Und die würde sich aber auf die PlayStation 5 beziehen. Was überhaupt nichts miteinander zu tun hätte. So wird, hört sich das an und wir können unser Glück, ich begreife hier. C6, C7, scheiße, ein guter Zug, drückt den König auf die Grundreihe zurück. Und dann B6, B7, B8, das gewinnt. Vielleicht könnte man beinahe schon Matz ankündigen hier, wenn man es denn könnte. Ja, mein Freund. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob der schon Permanent Brain hat. Oder ob der nur rechnet, wenn der Gegner am Zug ist. Oder wenn er selbst am Zug ist, sagen wir mal so. G7, G8. Vielleicht wäre das eine ganz neue Methode. Der Computer rechnet nur, wenn der Gegner am Zug ist. Und je schneller der Gegner zieht, desto weniger Bedenkzeit hat auch der Computer. Das sind auch diese Energiesparmodi von manchen Geräten. Das ist einfach nur D5, E4. Das ist doch eine Scheiße, wie der jetzt zieht. Das ist doch nicht mal feierlich. Was soll der Zug denn jetzt hier? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Will er sich der Läuferdiagonale nähern oder was hat er vor? Das ist schon dermaßen schwachsinnig der Zug, dass mir da keine Worte für einfallen. Man, da fällt dir nichts mehr zu ein. Das blöderen Zug könnte man sich gar nicht anfallen. König E5, F6 wäre noch intelligenter, aber... König E4? Wie kommt man auf so eine scheiß Züge? What's going on here? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, selbst wenn er nach F3 ziehen würde, um dann Läufer G2 Schach zu verhindern, dann macht er einfach Läufer E6 und droht Läufer D5 Schach.
Meine Güte, selektiver Müllhaufen. Ich sag, wo selektiert er eigentlich? In der Toilette? Als würde man mit der Hand in der Toilette rumwühlen, nach Zügen suchen. Meine Güte. Also der Königszug ergibt überhaupt keinen Sinn. Das, als würde man die schlechtesten Züge und die besten Züge. Und dann aus den schlechtesten Zügen muss man sich den besten der schlechten Züge raussuchen. Das wäre der Zug. Da muss sich der Lippo doch tatsächlich jetzt ärgern. Vielleicht haut er mit seiner männlichen Faust gleich auf diesen Tisch drauf. Weniger, würde ich mal sagen. Ja gut, da schätze ich noch ein Plus ein, aber da kann nicht sein, also ich will den Gewinn sehen. Zugwiederholung Remis. Wie diese Partie damals von, welcher war das denn nochmal? Der diesen Geringschätzigkeitsfaktor da eingegeben hat von Plus 4. Das heißt, bei Plus 4 macht er immer noch Remis. Dann hat der Richard Leng, der Schachcomputer, hat auf B7 so einen Bauern geschlagen, den er einfach nicht hätte schlagen können. Und F8, E8. Und der gegnerische Computer, der stand schon bei Plus 4 und hat aber immer noch die Züge wiederholt. Dann haben sie noch das Remis gehabt. Das ist dann Nachteil war damals, dass das quasi wohl so verkaufsfördernd war, dieses Argument des WM-Titels, dass es die WM selbst war vielleicht interessant, für sich gesehen. Aber ja, was das jetzt für Aussagen über das, die Produkte gemacht hat, weiß ich nicht. Warum überlegt er so lange? B6, B7, Ende. Dann gibt er seinen Läufer, dann nimmst du mit dem Turm und dann nimmst du dir den Bauern da und beendest die Partie. Fertig. E5, F6. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ja, will den G-Bauern erobern. Das kann er auch gerne machen. E8, D8, E8, D8. So allmählich kommen wir wohl in die Phase rein, wo eigentlich total gewonnen ist. Wenn der Bauer erstmal fällt, dann kann der Läufer nicht beide Bauern stoppen. Dann kommt König König H7, König H8, G6, G7, G8. Irgendwie sowas in der Art. Also den Mobil 1 hätte ich ja damals auch haben können. Mein Sohn. Aber die Miragen habe ich damals nie gehabt. Also, wenn man die schlechtesten Mephisto-Schachcomputer aufzählen sollte, dann wäre für mich. Sekunde. G2 H1. Der wäre für mich auf jeden Fall der Mirage dabei. Der Mirage Mobil, also das Mobilgerät für den Mirage direkt, ohne Display hier, weil nur kompatibel zum Mirage. Das ist immer Quatsch. Du kannst kein anderes Modul reinsetzen, weil die alle kein eigenes Display haben. Und eben auf Platz 2 das Mirage-Brett. Das ist auch ganz weird. Du hast ein Modul drin, was das Brett nicht intern drehen kann. Das heißt, du kannst mit Schwarz nicht von unten nach oben spielen. Und dementsprechend musst du von der anderen Seite spielen. Es sei denn, du möchtest ja nicht von oben nach unten spielen mit Schwarz. Was auch nicht so spannend ist. Dann sitzt du auf der gegenüberliegenden Seite, kannst aber die Züge nicht ablesen. Du hast keine LEDs daran, irgendwelcher Art. Du kannst also nicht sehen, was er gezogen hat. Du musst dann immer den Kopf verrenken, um dieses Display lesen zu können. Aber auf dem Kopf. Wahrscheinlich soll das wohl den besonderen Spezialskill dann darstellen. Handicap-Partie quasi. Man muss dann immer hier rüber gucken. Oder man muss mit, warte mal, H1, H1, D5. Oder man muss mit total weirden Kamera Selbstbauten da quasi das abfilmen und auf dem Bildschirm übertragen. Quasi eine Kamera so auf der Draufsicht darauf richten, die das quasi so abliest hier und dann auf dem Bildschirm überträgst du das dann mittels Micro-HDMI. Eben, dass du das Display lesen kannst. Auf so eine weirden Ideen komme ich schon, um mit dem Mirage überhaupt spielen zu kommen mit Schwarz. Weil das wäre ja eine Möglichkeit. Da könntest du vom Bildschirm könntest du das Display ablesen. Aber wie total weird das wäre. G5, G6. Weil meine Kamera hat ja Micro-HDMI. Die kann ich per Micro-HDMI an den Bildschirm anschließen. Ich würde quasi das abfilmen hier, das Display.
und würde von der gegenüberliegenden Seite damit schwarz spielen und auf dem Bildschirm das ablesen. You know what I mean? D5, E4. Deswegen ist für mich der Mirage, das Mirage-Brett das schlechteste Mephisto-Produkt. Direkt gefolgt vom Mirage Mobil, also dem Mirage Brett, also ohne Display der Mobil. Das wäre auf Platz 2 der schlechtesten Mephisto Produkte. G6, G7. Weil die sind von der Haptigkeit sind die einfach schlecht und wenig durchdacht. Hat sich da keiner hingesetzt und hat sich gedacht, warte mal, E4, D5. E4, D5. Und hat sich mal die Gedanken darüber gemacht, wie ist das denn, wenn ich schwarz habe? Und dann war das nicht möglich, das nachträglich einzubauen, dass man das Brett drehen kann. Ich meine, das ist natürlich klar, das ist ja, daran sieht man die Wurzeln, oder könnte man sagen, das sind doch die Wurzeln vom Mephisto 2. Aber andersrum, der Mephisto 3, also dieser Brikett, da konnte man das Brett ja auch nicht drehen intern. Das ergibt ja keinen Sinn, weil wir sind drehen, das, den Brikett drehen. Aber der MM1, da kannst du das Brett drehen. Beim MM1, um mit Schwarz unten nach oben zu spielen. C7, C1, ich bringe dich in Zwang des Zuges. Ja, jetzt müsste er quasi beides decken. Er muss, genau, deswegen muss der König jetzt moven. Bin gespannt, wie uns der MM1 als nächstes beglücken wird, in Anführungszeichen. So, B6, B7. Ja, und wenn er nimmt, holt er sich die Dame auf G8. Ja, es ging ja auch G8, Dame, B7. Womit diese Partie gewonnen ist. Aber ich gönne dem MM1 seinen Sonnenschein und spiele bis zum bitteren Ende hier durch. Ja, und sonst wüsste ich gar nicht, was sonst noch. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, was sind für euch die schlechtesten Schachcomputer. Und zwar nicht von der Spielstärke her, sondern eher D5, B7. Vom Bedienungskomfort her zum Beispiel. Ich würde noch nicht mal den Master Chess dazu rechnen. Da muss er halt dran denken, Option B2 zu drücken, bis dieser Energiesparmodus weg ist auf 0. Ansonsten ist es ja kein schlechtes Gerät. Das ist ja ich weiß es gar nicht, wie fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, was für euch die schlechtesten Schachcomputer sind, das würde mich mal interessieren. Mach mal so eine Liste, Platz 1 bis 3, die schlechtesten Schachcomputer. Und Platz 3 würde mir gar nicht einfallen. Vielleicht der Orion, weil er dauernd seine Fehlermeldungen da gibt und weil der Orion kein Batteriefach hat. G7, G8, ich hole mir eine Dame, Alter. Dame, was hast du nun davon? B7, C6. Wie Fantastico-mäßig wird er das jetzt zum Gewinn führen? Matt in 26 Zügen, Lipo kann das Glück gar nicht begreifen hier. 9,99. Sehr gut. Es folgt aber keine Matt an SCH für Schach. Es folgt aber kein Matt in 26 Zügen oder sowas. Dass selbst hier Stockfisch voll Neid ablassen würde. Schach, Alter. König C8. Sehr gut. Das gefällt mir gut. D7, D7, C8, C1, C6. Jetzt ist Pünktchen, Pünktchen. Ist das wieder nur für das Schachgebot? Da ist er. Matt in 2. Wir werden gleich erlöst. C8, B8, C8, B8, C, warte mal, C7, C7, B8, nein, es war doch C8, B8, C8, B8, ich bin ein bisschen drunken in meinem Brain, das kann ja mal passieren, C6, C7, B8, A8, Hallo Thomas. C8, B8 und Grundreihus. Welches Matt wird er machen? Nein? C, B8, A8? Kann ja alles mal passieren. Immer locker bleiben. H7, G8. Matt, Alter. Das hast du nun davon von deinem Qualitätsopfer, was für die Tonne war. Und ich bedanke mich. Schreibt mal in die Kommentare. Erstens, was sind eurer Meinung nach die schlechtesten Schachcomputer? Ich meine nicht primär Spielstärke, sondern Bedienungskomfort und sowas. Und hat der MN2 Permanent Brain? Rechnet er auch, wenn der Gegner rechnet oder nicht? Auf jeden Fall MM1 gewinnt. Das Video ist schon lang genug. Ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Vergesst meinen Geburtstag nicht.
falls ich nicht auf Halde lege und dann, wenn das natürlich am 6. November gesendet wird, ist das jetzt schon erledigt hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.